Hallihallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute total fröhlich irgendwie drauf und möchte heute unbedingt wieder ein Video machen. Ich bin heute auch gerade gar nicht zu Hause, weil ich eigentlich gestern schon ein Video machen wollte, aber das ist leider nichts geworden. Ich wollte gestern ein Überraschungsvideo machen, aber da ich ja jetzt leider woanders bin, sagen wir es einfach bei einer guten Freundin und ja, ich bin ein bisschen länger hier und deswegen dachte ich mir so, nehme ich ein bisschen was mit. Und ja, weil ich jetzt irgendwie noch 2 Tage jetzt hier alleine bin, dachte ich mir einfach so, nimmst du Playsy mit. Und dann mache ich jetzt noch ein Video, ja. Wir gehen auch schon mal rein und ich habe mir für heute schon etwas recht Cooles überlegt. Der eine oder andere kann es vielleicht jetzt schon ahnen, aber ihr werdet es erst gleich nach dem Intro sehen, meine Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, kommt das jetzt auch hier. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Ihr seht hier schon meine neue Online-ID Skullface. Und was ist das Ganze jetzt hier? Ja, es ist eine Road to Prestige. Ich dachte mir einfach so, wir haben jetzt 30 Live-Commentaries hinter uns gebracht. Und deswegen habe ich mir den Spaß erlaubt und mache mit euch jetzt ein Road to Prestige. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir spielen bis Level 75 wie in jedem Road to Prestige und ich werde mir mal einen Tag aussuchen, wo ich ca. 3 Stunden das Spiel spiele mit dem Account und dann packe ich euch das in unterschiedliche Parts rein. Ja, ich möchte jetzt kurz am Anfang ein bisschen was dazu erklären, deswegen gehen wir jetzt noch nicht sofort rein, obwohl ich kann im Hintergrund schon mal unsere Klassen einstellen. Ja, das ist das erste Road to Prestige auf meinem Kanal. Ihr wundert euch vielleicht jetzt gerade, warum es so spät kommt. Es wurde sich erstens gewünscht, zweitens haben wir jetzt wirklich schon viele 30 Live-Commentary-Parts haben wir jetzt hinter uns. Ich hab mir das schon länger geplant gehabt, dass ich dann so ein Road to Prestige machen werde. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich mich durchgesetzt, vor allen Dingen, weil ich ja halt mich auch gerade nicht zu Hause anmelden kann. Also mit meiner Online-ID zu Hause, weil, ja, ist egal, da ist was vorgefallen letztens und es hat mich richtig aufgeregt, aber naja. Ja, so sieht's aus, meine Freunde. Und ich habe mir für diese Serie ein paar coole Features überlegt. Das erste Feature ist so ziemlich, ihr könnt mir Klassen in die Kommentare schreiben, mit denen ich spielen soll. Aber ja, na okay, doch, ich sage einfach alle Klassen. Ich weiß, das werde ich bereuen, aber ich sage einfach alle Klassen. Ihr könnt euch die Klassen aussuchen und ihr könnt euch auch Challenges aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel reinschreiben, Final Spiel mal mit, ja, scheiß die Wand an, Karl 7 Feuerrate Only Aim. Ich werde dann mit dem Random eine Challenge aussuchen. Und die Person, mir fällt ja dann auf, ich werde dann nachgucken, welche Person am meisten Challenges gestellt hat und die bekommt nachher den Account hier Level 75 von mir geschenkt. Darf er denn haben, wenn er möchte, darf er drauf spielen. Wer es nicht haben will, der kann auch einfach so Challenges schreiben, tut mir leid für meine Aussprache. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier so ein geiles Projekt draus machen. Den einen oder anderen Gast werde ich mir auch einladen. Und ihr könnt natürlich auf jeden Fall auch mitspielen und ich denke, das geht jetzt hier sogar richtig gut, dass ihr mitspielen könnt, einfach aus dem Grund, dass hier das Glück ist, ich habe noch 0 Freunde und dementsprechend backt meine FL nicht so rum und ja, wie gesagt, ihr könnt mir jetzt auch gerne FAs schicken. Ja, so sieht's aus, meine Freunde, und ja, mehr lässt sich gar nicht dazu zu sagen. Ja, ich freue mich einfach drauf. Hatte ich schon echt lange geplant gehabt. Und jetzt hat sich einfach super ergeben. Und deswegen dachte ich mir so, final. Jetzt packst du hier mal ein neues Projekt aus. Und dann rocken wir das Ding auch mal. Jo. Charakter sind gestellt. Klasse ist auch eingestellt. Spiders M9 haben wir ja, glaube ich, auch schon. Könnt ihr theoretisch auch mit der M9 spielen. Natürlich die erste, sagt mal schnell, wie heißt sie? Die erste Aufnahmesession, die wird heute ca. 1 bis 2 Stunden gehen, also für euch ungefähr 3 Parts. Da kann ich natürlich noch keine Challenges
ja, absolvieren. Ich denke, das dürfte mich nicht so böse nehmen, das ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt auch einfach mal Spieler. Ich muss mal ein bisschen hinrutschen. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon fast umgefahren. So. Gut. Das haben wir. Und ja, dann versuchen wir mal hier was zu rocken. Ich will nicht irgendwo reinschauen. Ich will einfach jetzt eine Runde spielen, bitte. Das Geile ist einfach bei Road to Prestige, ihr bekommt alle meine Emotionen mit. Wenn es mir scheiße geht, wenn es mir gut geht, bekommt ihr alles mit, weil ja, ich kann halt keinen Part aussetzen. Wollt ihr mich verarschen? Kriege ich dafür eigentlich Lust? Ich weiß es nicht. Nö. Ja, ihr kriegt halt alle meine Emotionen mit. Und auch wenn es mir einfach mal richtig scheiße geht, das bekommt ihr alles mit. Ich denke mal, da könnt ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernen und ich freue mich einfach über eure Challenges. Aber macht das bitte auch, weil ich möchte dieses Projekt hier echt weiterführen und das kann ich nicht, wenn ihr keine Challenges schreibt. Der war duckt, der kennt mich. Bloß weiß gerade nicht, dass ich Final bin. Der hat letztens mit mir, wo wir gegeneinander gespielt haben, High Five gemacht. Ich weiß nicht warum, irgendwie kennt er mich halt. Ja, ich würde sagen, spielen wir mit der AK-47 ganz normal. Und dann geht's schon los, meine Freunde. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, ob ich verkacke oder nicht. Meine Nase juckt. Das ist eigentlich meistens ein gutes Zeichen. Und dann geht's auch einmal los. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Eine bestimmte KD habe ich mir eigentlich nicht vorgenommen. Ich möchte einfach Fun haben. Das möglichst, wenn es geht, mit euch zusammen. Ah, kacke, ist gar kein Schulterwechsel drin. Nein! 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 Boah, und auch kein Leichtfuß, Alter. Alter, Junge. Scheiß, die Wand an, war das gerade krass. Ach du Kacke, Mann. Die Empfindlichkeit, Alter, was ist los? So, gut. Jetzt kann ich einigermaßen spielen. Ja. Warum juckt meine Nase so krass? Gut. Ja, jetzt geht's los, meine Freunde. Aber ich habe leider noch gar nicht... Ich glaube gar nicht, dass wir so gut sein werden, weil ohne Leichtfuß bin ich eigentlich eine totale Flasche. Oh. Ja, was mir so speziell noch einfällt, viele Leute fragen mich, ob ich irgendwie gestört bin oder so, weil ich immer dieses Raus- und Rein-Zoom mache. Ach Gott, oh Gott. Ohne Leichtfuß läuft er richtig, Mann. Das werde ich euch gleich erklären. Und zwar, ihr kennt den Booster Anvisiert. Anvisiert bewirkt halt, dass der Rückstoß, ja, also wenn ihr angeschossen werdet, ihr so gesehen nicht verruckelt. Das kennt man ja, wenn man so viel Feuer abbekommt, dass man einfach total ungenau wird. Beziehungsweise das Spiel einfach ungenau wird. Wenn ihr dieses Rein und Ran so immer spielt und es in einer richtigen Sekunde drückt, wo der Charakter eigentlich zurückschrecken würde, könnt ihr diese Ungenauigkeit einfach unterdrücken. Ich kann euch das versuchen, wenn ich Leichtfuß habe, nochmal zu zeigen. Das ist eine sehr effektive Spielweise, würde ich sagen. Wenn man damit gut umgehen kann. Wenn nicht, dann ist das einfach kacke. Musik wie immer aus. Ich höre, glaube ich, hinter mir ein. Cooler Typ auf jeden Fall. Denkt sich so, YOLO. Ich nehme die einfach mal. Weil ich noch ein coolerer Typ bin jetzt, ja. Ja, bei der Online-ID muss ich auch sagen, Leute, die Online-ID hat mir sogar ein Abonnent empfohlen. Fand ich jetzt nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht, deswegen habe ich sie einfach genommen. Also es ist jetzt keine besondere Online-ID, aber auch keine wirkliche Scheiß-Online-ID. Hier bin ich einigermaßen safe. Bitte nicht töten, okay? Er hilft mir einfach, geiler Typ. Ach lol, hier kann man hoch? Okay. Lerne ich ganz neue Wege kennen. Ja, ich spiele jetzt auch nicht so aggressiv. Ich werde einfach versuchen, hier mein Ding durchzuziehen, möglichst gut wegzukommen. Und wenn ich mal schlecht bin in der Runde, ist das auch nicht so schlimm. Ja, dann geht das. Passt schon. Passt schon, meine Freunde. So, das war natürlich gar nicht so schlecht. Nein, bitte. Ach man, oh man. 4-2, nein. Naja, jo, was ist mir so persönliches im Moment so passiert bei mir? Was? Wie hat er das gemacht, Alter? Okay. Ja,
Ja, also persönlich ist bei mir gar nicht so viel passiert. Ich habe, wie gesagt, Ferien. Ab und zu habe ich mal auf dem Bau geholfen. Dann war ich ein paar Leute besuchen, ein paar Leute waren mich besuchen. Jo, das war eigentlich soweit ganz cool. Hat noch mehr oder weniger Fun gehabt. Ja. Wie ich einfach nichts machen kann und 5-4 habe, ey. Richtig professionell, Mann. Ja, mehr oder weniger Fun, das kann man einfach so im Raum stehen lassen. Ich kann euch das auch ein bisschen weiter erklären. Aber ich weiß nicht, soll ich das machen? Mann, hör doch auf. Lass das bitte. Ja, es gab da ein paar kleine Auseinandersetzungen, aber nichts Großes. Und ja, soweit war das eigentlich trotzdem ganz cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, ey, wer spielt denn mit so einer M9, Alter? Ohne Spaß. Richtig traurig schon wieder. Was haben wir so? 6-4. Naja, ich will jetzt auch nicht so schlecht abschneiden. Sagt er mich nachher aus. Nee, Spaß, aber trotzdem. Damit es auch ein bisschen anschaulich ist und bleibt. Oh Gott. Alter Vater, Leute. Wenn ich Leichtfuß habe, ich schreibe das erstmal so riesengroß in den Titel, Alter. Endlich Leichtfuß oder so. Da werde ich mit Granaten abgeworfen. Läuft bei dem. Dieses World of Prestige, muss man sagen, ist eigentlich jetzt wirklich nur noch ein reines Gameplay-Moderation. Das kann unterhaltsam sein. Kann aber auch an manchen Stellen etwas langweiliger sein. Also, ihr braucht dann auch nicht irgendwie schreiben, ey, Final, der Part war nicht so geil. Das ist beim Road to Prestige leider so. Weil ich halt nicht alles, ich muss halt alles hochladen. Und wenn ich ein normales Live-Commentary mache, lade ich halt nicht alles hoch. Da lade ich nur das hoch, was mir selber recht gut gefällt. Und manchmal fehle ich dir noch mit Sony Vegas, wie im letzten Video, weil es einfach einiges zu dunkel war. Was? Bin ich behindert? Nein, nein. Geh weg. Geh einfach weg, Junge. So. Den auch noch. Gut. Jawohl, Rang 4. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. In einer Runde bis Rang 4, dann ist das Ganze schnell zu Ende. Ne, aber ich versuche das wirklich ein kurzes Road to Prestige zu machen. Da. Ja, Drecksack. Ich versuche wirklich ein kurzes Road to Prestige draus zu machen. Also wirklich das hier schnell durchzuziehen. Weil ich auch schon wieder genug andere Sachen geplant habe. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ich das hier geschafft habe. Weil ich wollte schon immer mal so ein Road to Prestige machen. Das waren ja viele andere Leute. Und ja, deswegen dachte ich mir so. Final, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt hier. Deswegen machen wir das einfach mal, dachte ich mir so. Lobby ist die gut, ich weiß es nicht. Der ist gar nicht so schlecht. Der ist eigentlich recht schlecht. Ja, ich bleib nochmal drin, egal. Naja. Nee, eigentlich suche ich neu. Ja, ich suche neu. Ja, mal gucken, ob wir nochmal irgendwas Neues hier freigeschalten haben. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut, bis die Runde losgeht, oder? Mache ich das? Ah, nee, gut. Weil, ja, so ein Road to Prestige ist nicht ganz so aufregend und deswegen mache ich mal so Cuts, damit ihr die unnötigen Sachen einfach nicht immer angucken müsst. Ich denke, das ist eine ganz gute Variante.